Guten Morgen zu jedem Tag, blöder Frau. Ich muss leise sein. Die schlafen ja alle noch da drin. Passt auf. Ihr wisst ja, es gibt die Gebäude hier in Bamberg, auf die stehe ich mehr als das neue Bürgerrathaus. Wie heißt es? Rathaus am Rathaus am Zopf, aber unabhängig davon. Und mein, das Haus kann nichts dazu, dass es ausschaut wie eine vergilbte, verschimmelte Tupperdosen. Aber unabhängig davon habe ich heute gelesen, dass die Stadt eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass das Ausländeramt von da schon wieder an den Maxplatz wieder zurückzieht. weil das stand da nicht. Komisch, oder? Habe ich mir vielleicht, da wäre schon die erste Frage, Zabalot, liegt es dran, dass man sicherheitshalber mal was lieber an den Maxplatz, Alter, ist das kalt, dass man mal was lieber an den Maxplatz hin verlegen muss, damit es einen Grund gibt, warum man das jetzt dann für 1100 Millionen renovieren muss, weil sonst gibt es ja keinen Grund, wenn da niemand mehr ist. Ist ja ein Geisterhäusle jetzt da drüben, ne? Da backen sie jetzt das Ausländeramt sicherheitshalber mal hin, damit noch, oder, wer weiß. Und dann die Gerüchteküche. Gerüchteküche brodelt. Angeblich wird auch hier schon wieder umgebaut, weil irgendwas mit dem Datenschutz unten in der Eingangshalle nicht so richtig funktioniert. Da wäre schon, haben wir heute zwei Fragen, da wäre schon die zweite Frage, die Kosten jetzt für den Umzug rüber an den Maxplatz und hier für den Umbau, werden die noch vor der Wahl oder erst nach der Wahl bekannt geben? Nur so als Frage. So. Ich gehe am saukalt, saukalt. Bis morgen.